Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Savage Hunt an einem wundervollen Donnerstag. Oh yeah. Nicht wundern, ich habe ein bisschen zeitiger aufgenommen, damit es auch wirklich auf den Donnerstag kommt, falls YouTube denn so will. Gab ja auch schon damit Probleme. Wir sind am Montag hier stehen geblieben. Also ein bisschen weiter drinnen. Ich musste ein bisschen weggehen, damit mich hier die Viecher nicht andauernd angreifen. Und werden dann auch hier ein wenig weitermachen. Und ich erzähle euch mal zu meinem TV-Erlebnis, was ich momentan habe. Das ist nämlich sehr schön. Bin nämlich bei einem sehr großen Kabelanbieter und habe da einen neueren Vertrag abgeschlossen mit einer neuen, mit einem neuen TV-Receiver, so. Und ist soweit auch alles in Ordnung. Ja, ich habe auch digitale Bildstörungen, nehme ich auch mal hin, kein Problem. Nur das Problem besteht darin, dass ich zum Beispiel Bildaussätze habe. Sprich, ich habe ab und zu, nicht immer und nicht andauernd und so weiter, schwarzes Bild für 1 bis 2 Sekunden und halt auch so pixelig, also so Balken und Kästchen und keine Ahnung, ne? Und habe bei meinem Anbieter angerufen und Bescheid gesagt und er sagte, ja, ist soweit alles laut System in Ordnung. Was er nun nicht versteht, ist, dass irgendein Signal, er hat mir auch gesagt, welches, habe ich nicht ganz verstanden, bin ja auch kein Techniker, nicht in Ordnung ist. Sagt ihm das System. Der TV-Receiver sagt, ist alles top. So. Er sagt dann, naja, ich würde den Techniker vorbeischicken. Allerdings, der Techniker kostet 99 Euro, schieß mich tot, also ich sage jetzt mal 100 Euro, wenn es an meinen Geräten liegt. Sei es Gerät falsch angeschlossen, etc. pp. Sag, ja, ist okay, bleibt mir ja nicht viel übrig, um solche Bildstörungen denn zu beheben. Ja, dann sagte er, haben Sie denn, oder können Sie den Zugang gewährleisten zum Punkt, wo das Signal von Vodafone ankommt und ins Haus verteilt wird. Zeig, ich kann den Punkt gewährleisten, wo der wo die Verteilerdose hängt von euch. So, jetzt habe ich's. Ja. Nee, er braucht ja den Knotenpunkt. Weil ich weiß, ich hatte nämlich schon mal einen Techniker hier, aber den musste ich auch nicht bezahlen. Der hat dann nämlich gesagt, es ist nämlich nur eine Verteilerdose und es kommt aus einem ganz, also aus einem ganz anderen Haus, aus einem anderen Haus und da muss er dann ran, um das Signal zu messen. Haben wir damals auch hingekriegt, haben Mieter gefragt, die haben ihn reingelassen, er konnte prüfen, alles schick, alles cool, nur ich persönlich weiß jetzt auch nicht mehr, welches Haus das war. Ist klar. Und ich müsste mich jetzt darum kümmern, um rauszufinden, welches Haus das denn nun ist. Also noch nicht mal der Anbieter kann mir sagen, wo der Verteilerpunkt ist, also der Knotenpunkt. Und damit ich mich denn zum Beispiel nur noch darauf beschränken muss, ich muss einen Hausmeister anrufen oder die Verwaltung, um zu fragen, ob die den Techniker denn zum gegebenen Zeitpunkt den Zugang gewährleisten können. Kann der Anbieter nicht. Ja, also ich werde jetzt bewusst versuchen, nicht zu sagen, welcher Anbieter das ist. Ich habe mich auch schon 3-mal versprochen. Also wer richtig hingehört hat, sollte es mitbekommen haben. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das echt eine Sauerei, dass ich als Kunde mich jetzt erkundigen muss, wo jetzt der Knotenpunkt ist von der Firma. Also ich finde, in der heutigen Zeit, ja, kann man sowas auch in ein System integrieren. So viel zum Thema. Aber nun gut, was soll ich machen?
Hab ja da keine andere Möglichkeit. Wenn ich das mal beheben möchte, ist das so. Wenn ich natürlich selber den Techniker bezahlen muss, weil ich falsch angeschlossen habe, mein TV-Gerät zum Beispiel kaputt ist, nicht die Box, sondern das Gerät an sich, also mein Fernseher, verstehe ich das auch noch. Ja? Dann sage ich auch nichts dagegen oder sage, ja, dann ist es so. Aber wenn ich den Techniker bezahlen muss, nur weil ich ihm den Zugangspunkt nicht gewährleisten kann, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Und besonders, dass ich das auch noch rausfinden muss, wo dieser Zugangspunkt ist. Also, ist schlecht. Ja? Ich habe natürlich dann auch gesagt, gleichzeitig, weil ich das mächtig gewaltig schlecht finde, dass ich mich dann auch beschweren werde, weil ich sehe es eigentlich nicht ein, zu sagen, okay, ich mache jetzt, keine Ahnung, ne? Ich muss mich jetzt darum kümmern, damit ich diesen Punkt finde, Zugang gewährleisten kann, damit eventuell der Techniker da messen kann, ob das Signal auch richtig ist. Finde ich schlecht. Also, ich meine, wenn mir jetzt der Anbieter gesagt hätte, wissen Sie was? Sie müssten uns ein gewährleisten, dass im Haus 50 wir in den Keller reinkommen. Wäre das einfacher. Könnte man sagen, okay, ja gut, ich rufe meinen Hausmeister an und frage nach. So, weil ist ja alles von einem und wäre jetzt nicht das Problem. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich einen Hausmeister oder die Verwaltung anrufe und frage, wo denn der große Knotenpunkt ist für mein Haus. Und das finde ich ein bisschen mies von dem Anbieter, wenn ich mal ehrlich bin. Ich finde das mies. Also es gibt viele Sachen, wo ich sage, ja, kann man machen, muss man nicht. Aber ich finde das mies, wenn der mir vorschreibt, ich muss das machen. Und dass die sowas noch nicht mal im System haben. Und ich werde mich auch darüber beschweren, dass ich jetzt schlechtes Fernsehen habe und Vodafone mir nicht, ne, jetzt haben wir's, Vodafone mir nicht helfen kann, weil ich den Knotenpunkt nicht kenne. So. Und dementsprechend auch nicht sagen kann, wo der ist. Finde ich ein bisschen doof, aber gut, was soll ich machen? Entweder oder. Ich meine, dass ich finde manche Sachen halt ein bisschen fies. Fies in Sachen von. Zum Beispiel, ich müsste den Techniker bezahlen, zum Beispiel, weil ich nicht das Originalkabel angeschlossen habe. Wäre ja für den Techniker falsch angeschlossen. Falsch angeschlossenes Gerät. Ergo gleich der Kunde ist schuld. Finde ich persönlich zum Beispiel, ne, totale Scheiße, weil meines Wissens nach habe ich ein besseres Kabel, sag ich jetzt mal, dran, als was mir der Anbieter geschickt hat. Zum Beispiel. Ja. Hat eine bessere Abschirmung, etc. pp. Klar kann das Kabel auch kaputt sein, aber ist nach meines Wissens nach besser als das Standardkabel, was die mir mitgeschickt haben. Aber das würde dann so Anbieter herzlich wenig interessieren. Aber gut, ist nun mal schlecht. Ich kann ja auch solche Anbieter, ob sie jetzt Vodafone, Telekom oder sonstiges ist, auch verstehen. Jeder ruft an, jeder will irgendwie einen Techniker haben, weil irgendwas nicht funktioniert. Und im Endeffekt ist es denn die Schuld des Kunden. Sage ich jetzt mal, ganz grob gesagt. Verstehe ich auch. Aber ich kann ja nicht jedes Mal einen Techniker bezahlen, nur weil der Anbieter XYZ, ist ja egal welcher, sagt, naja, der Kunde ist schuld, weil der hat nur ein falsches Kabel dran. Ich meine, dass wenn die sagen, tut uns leid, das Kabel ist dran schuld, was zum Beispiel damals bei meinem Internet war,
wo ich Internet, also größere Internetschwierigkeiten hatte. Ich hatte nicht mehr die Geschwindigkeit, die ich mal hatte und so weiter und so fort. Habe ich damit ja kein Problem. Weißt du, der hat mir dann gesagt, ja, es tut mir leid, aber ich kann nichts weiter dran machen. Es liegt an ihrem Kabel. Ich gebe Ihnen hiermit ein Kabel von uns und damit sollte es funktionieren. Wir haben es auch getestet, das hat auch funktioniert, damit ich erstmal Internet habe. Kein Problem. Bei mir ist halt nur das Problem, dass ich das Kabel bzw. der Router zur Box, also zum Anschluss, etwas weiter weg befindet, dass ich ein längeres Kabel habe und das schicken die einem nie mit. Nie. Ja? Also laut Anbieter ist egal welcher. Ich habe es auch bei der Telekom und ich habe es auch bei Vodafone und ich hatte es früher auch bei allen anderen. Du kriegst dann so einen Meter oder 2 Meter Kabel und musst sozusagen die Box in der Nähe haben. Zum Anschluss. Sehe ich aber teilweise nicht ein. Zum Beispiel habe ich gesagt, ich möchte im Wohnzimmer die Box nicht haben, weil ich in meinem Büro sozusagen die ganzen technischen Geräte habe, die ich alle mit LAN-Kabel verbinden möchte. Das heißt also, ich muss die Box näher an die Geräte ranbringen und nicht näher an die Dose. Wer natürlich das nur anschließt, um WLAN zu haben, jo, kein Problem. Der kann auch das an die Dose ran daneben stellen, ist wurscht. Aber wenn das jetzt mal ein bisschen weiter geht, ich meine, es sind viele Geräte, die ich dran habe. Ich habe zum Beispiel meinen Rechner dran, ich habe die Konsolen dran, ich habe die nicht über WLAN, sondern über LAN-Kabel dran. Ich habe meine Lampensteuerung dran, ich habe, weiß ich nicht, alles, was ich so mit LAN-Kabel verbinden kann. Und ich damit auch besseres Ergebnis erzielen kann, habe ich per LAN-Kabel dran. Ist nun mal so und da macht jeder Anbieter. Wir können nichts dafür. Und du musst denn jedes Mal einen Techniker bezahlen. Ist ja jetzt nicht so, dass der nur 100 Euro kostet, dass der 50, 10 oder 20 Euro kostet. Nein, der kostet gleich mal 100 Euro. Was ich auch wieder so eine Frechheit finde. Aber gut. Ich verstehe es. Aber akzeptieren tue ich es nicht. Dementsprechend muss ich mir jetzt mal Gedanken machen, wie ich das Ganze veranstalte. Ja? Ob ich jetzt mal das Standardkabel anschließe und gucke, ob es damit besser geht, oder ob ich sage, ich erkundige mich jetzt überall und versuche, den Knotenpunkt zu finden und um den Techniker zu beauftragen, damit der sich das angucken kann. Oder keine Ahnung. Kann auch gut möglich sein, dass der Techniker kommt und sagt, ja, Signalstärke ist alles in Ordnung, Geräte sind alles super angeschlossen, keine Ahnung, woran es liegt. Dann stehe ich genauso da wie jetzt. Man weiß es nicht, ne? Aber das sind manchmal so Sachen, wo ich mich aufrege. Nein, kann genauso gut sein, dass ich mich auch falsch aufrege und sage und eine falsche Sicht habe. Falls das so sein sollte, ne, gerne unten in die Kommentare. Ich bin für alles offen. Nur momentan ist es die Sicht, dass ich das eine große Schweinerei finde, dass ich mich jetzt darum kümmern muss, wo jetzt von dem Anbieter der Knotenpunkt ist, damit mein Haus versorgt wird. Das rauszukriegen, finde ich eine Sauerei. Wäre wahrscheinlich nur ein oder zwei Anrufe, schätzungsweise. Ich weiß es jetzt nicht, noch nicht. Aber ich finde es ein bisschen doof. Aber nun gut, wir müssen damit leben, dann, dass viele Anbieter das immer auf den Kunden mehr abwälzen. Ich hatte es damals mit der Telekom, mit dem LAN. Die haben es auf den Kunden abgewälzt, dass die das nicht hingekriegt haben, das Ganze umzuschreiben. Das ist genauso. Ja? Ein Jahr lang mit dir telefoniert und ein Jahr lang haben sie mal erzählt, ja, das wird schon und ja, wir sind dabei und im Endeffekt kam dann irgendwann mal raus, wir haben gar keine Unterlagen von ihnen. Das ist genauso dämlich. Wo ich gesagt habe, ich habe alles eingereicht vor einem Jahr. Nee, wir haben hier nichts, im System ist nichts. Dann habe ich nochmal alles hingeschickt und dann war es innerhalb von einem Monat vorbei. Muss man sich mal reinziehen. Ein Jahr lang drum gekämpft. Dann nochmal alles abgeschickt und dann innerhalb von einem Monat fertig. Und es hat einem kein was gesagt. Ich habe es nach mehrfachen Anrufen denn ja von einem Mitarbeiter erfahren, dass sie gar keine Daten haben und ich das bitte nochmal alles zuschicken soll. Sonst wäre ich immer noch da drauf und dran,
diesen Anschluss umzuschreiben. Das ist genauso dämlich. Aber es wird, glaube ich, nicht besser. Service Wüste Deutschland, sage ich dazu. Das ist ohne Scheiß. Das ist wirklich Service Wüste Deutschland. Aber gut, was wollen wir machen? Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen damit klarkommen. Und wenn ihr solche Probleme habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Savage Hunt. Ich weiß nur noch nicht ganz, wie und wann und so weiter, weil die nächste Woche wird ein bisschen stressiger, da ich dann wieder arbeiten gehe, der Chef dann auch im Urlaub ist und so weiter. Da muss ich ja wieder ein bisschen mehr machen, also ihn wieder vertreten, dadurch auch mehr. Und da kann ich noch nicht sagen, welchen Tag, aber es wird irgendein Tag kommen, das verspreche ich euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Schrötti. Tschüss!